Einmal im Jahr ist das Autohaus Dannafida ganz ohne Pferdestarken, besser gesagt motorischen PS unterwegs, sondern ganz sportlich auf Rennrädern. Mit von der Partie Geschäftsführer, Mitarbeiter und Freunde. Traditionell bei uns im Haus, also wir sind nicht nur motorisiert unterwegs und elektrisch, sondern auch ganz traditionell bio, nämlich mit Muskelkraft. Ja, wir werden heute, nachdem es sehr heiß ist, grob 60, 70 Kilometer zusammenbringen, aber doch einiges an Höhenmeter. Der Hausdruck ist hügelig. Wir sind eine steckere Gruppe gewesen, da geht es natürlich ein bisschen um Höhenmeter und wie man sagt, der Ötberg, der hebt ein bisschen unter der Rallfahrersprache. Eine Rennradausfahrt, die einfach Spaß machen darf, mit Start und Ziel bei Dannafida am Verkaufsstandort in Wolfskirchen. Es sind einige Radfahrer beim Danner dabei, also da fährt man gern mit. Selber als Mitarbeiter, da ist man gern dabei. Das ist einfach ein Saisonhighlight eigentlich schon, das gehört dazu. An diesem heißen Sommertag ist eines doppelt wichtig, trinken, wenn man Leistung zeigen will. Die Route führt daher zur Labestation bei Dannafida in Gaspoldshofen. Dort, wo normalerweise Autos repariert werden, findet man gekühlte Getränke. Ich fahre eigentlich wegen dem gerne als persönlichen Ausgleich und weil ich einfach dann mit meinem Mann einen gemeinsamen Sport betreiben kann. Wie ist heute bei dieser Ausfahrt für dich? Ja, war recht gemütlich bei den heißen Temperaturen und wir haben gedacht, wir halten die Frauenquote hoch und zeigen die Männer, dass auch wir gut Radl fahren können. Die Rennradausfahrt 2024 wird erstmals als Charity veranstaltet. Ja, wir haben die heutige Ausfahrt einer Charity gewidmet und zwar unserem Mitarbeiter Jürgen Mittermeier. Der hat ganz unverhofft und plötzlich einen schweren Krankheitsfall und dann wird es diese Ausfahrt auch widmen und wir spenden für jeden gefahrenen Kilometer pro Teilnehmer einen Euro von unserem Haus und ich bin sicher, dass die anderen Teilnehmer nur den einen oder anderen Euro dazu schmeißen und wir wünschen den Mittermeier und seiner Familie alles Gute, dass er schnell wieder fit wird. Es ist einfach voll schön, wenn man da dann einfach auch noch im Hintergrund weiß, dass man das für einen guten Zweck tut und dass man da eine Familie, die es wirklich nötig hat, gut unterstützen kann. Ja, ich finde auch, also ich kann dem Ganzen von der Niki nur zustimmen. Und ich kenne sein Elternhaus persönlich und mir tut das ehrlich gesagt persönlich sehr weh. Und darum fahre ich da nur viel mehr gern mit heute. In Bulk geht es zurück nach Grieskirchen. Es ist eine riesen Watschen gewesen, wie wir erfahren haben, was da eigentlich passiert ist. Das hat uns wirklich sehr getroffen. Und wir haben dieses Radfahren jedes Jahr, irgendeine Ausfahrt machen wir mit unseren Freunden und Geschäftspartnern. Und da ist eben die Idee geboren, also daraus eine Charity zu machen, eben diese Kilometer zu bewerten und die Kilometer dann in Euros umzusetzen. Aber auch, wir haben eine Spendenbox und es gibt auch Zusagen von unseren Freunden und Firmen, die auch hier was spenden werden, damit es ihm ein bisschen Unterstützung gibt. Und ich hoffe für ihn, für seine Tochter, für seine Frau, dass er es wieder schafft und dass er wieder in unserer Familie Teil des Dannafida-Teams sein kann. Das würden wir ihm wünschen und ich hoffe es von Herzen. Ja, die Gesundheit ist am allerwichtigsten natürlich und dann für einen Kollegen. Wir wünschen Jürgen natürlich alles Gute für die Gesundheit und dass er schnell wieder auf die Füße ist. Die abgekämpften Radsportler werden zum Abschluss zum Essen eingeladen. Es gibt ein knuspriges Händel im Schauraum in Grieskirchen inmitten moderner PKWs von Ford, Mitsubishi und BYD. Hier steht auch die Charity-Spendenbox, deren Inhalt gemeinsam mit den Euros der gefahrenen Kilometer an ihn überreicht werden, Jürgen Mittermeier, damit er bald wieder gesund werden und in sein normales Leben zurückkehren kann. Gemeinden gestalten vor Ort die Lebensqualität für die Bevölkerung und können viel zum Bienen- und Bodenschutz beitragen. Indem die öffentlichen Grünflächen bienenfreundlich gestaltet und ohne chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel gepflegt werden, erhöht sich nicht nur die biologische Vielfalt, sondern auch die Lebensqualität. Zudem wird Bewusstsein in der Bevölkerung und bei Betrieben geschaffen. Darum hat das Umweltressort des Landes Oberösterreich bereits vor 8 Jahren das Projekt Bienenfreundliche Gemeinde unter dem Motto Unser Boden für Bienen ins Leben gerufen. Gemeinden werden unterstützt, mit gutem Beispiel voranzugehen und den Bienen- und Bodenschutz nachhaltig zu verankern.
Bereits über 120 Gemeinden sind oberösterreichweit mit dabei, mit Galsbach, Gaspolzhofen, Grieskirchen, Kimmerten am Innbach, Natternbach, Taufkirchen an der Trattnach, Weizenkirchen, Wallern an der Trattnach und Weibern, auch 9 aus dem Bezirk Grieskirchen. Am 1. September fand für die Frauenmannschaft der UFG Grieskirchen-Pötting die erste Runde der Herbstmeisterschaft der 1. Bundesliga statt. Sie spielten auswärts in St. Veit gegen die Heimmannschaft Union Raiffeisen St. Veit-Pongau und die Mannschaft der Union Dialog Telekom Arnreit. Die Grieskirchenerinnen konnten sich gegen die beiden Mannschaften trotz zweier Niederlagen sehr gut behaupten und präsentierten den Zuschauern sehr spannende Matches. Das beliebte Oldtimer-Treffen für alle Marken in St. Agatha, die Revita Classics, geht am 15. September in die 12. Runde. Eine hervorragende Gelegenheit, eure Autos, Mopeds, Motorräder und Traktoren zu präsentieren oder bei einer wunderschönen Ausfahrt zu genießen. Gleich in den Kalender eintragen. Die Revita Classics am 15. September in St. Agatha. Trachtenwichtelstube. Größte Trachtenvielfalt für jeden Anlass. Die Grieskirchner Faustballmannschaft startet nach dem Vize-Staatsmeistertitel erfolgreich in die neue Saison. In der ersten Runde konnte UFG Sparkasse Grieskirchen-Pötting auswärts sowohl gegen TV Enns als auch gegen den Aufsteiger Union Waldburg jeweils einen Sieg erringen. Im ersten Spiel gegen TV Enns entwickelte sich ein umkämpftes Duell, bei dem die Grieskirchner phasenweise von den Eigenfehlern der Enser profitierten, am Ende stand es 3:0. Das zweite Spiel gegen Union Waldburg erwies sich herausfordernder, da die neuen Aufsteiger viel Kampfgeist zeigten. Die Grieskirchner gerieten schnell mit 0:2 in Rückstand, bewiesen jedoch mentale Stärke, wehrten im dritten Satz wichtige Satzbälle der Gegner ab und kämpften sich eindrucksvoll zurück. Durch gezielte taktische Wechsel konnte das Spiel von den Trattnachtalern gedreht und schließlich mit 3:2 gewonnen werden. Ja, aus dem Landhaus in Linz darf ich Sie, liebe HT1-Zuseherinnen und Zuseher, heute ganz herzlich begrüßen. Ich freue mich jetzt auf ein Gespräch mit unserem Herrn Landeshauptmann, Magister Thomas Stelzer. Ja, wir sagen einmal zunächst vielen herzlichen Dank, dass wir bei Ihnen heute in Linz zu Gast sein dürfen. Danke, ich freue mich über das Gespräch. Ja, und ich starte dieses Gespräch mit einer Frage, die man wahrscheinlich klassischerweise eher am Ende eines Sommergesprächs stellt. Das ist nämlich die Frage zum Urlaub. Haben Sie in dieser schönen Jahreszeit im Sommer schon ein paar Tage Urlaub genießen dürfen? Ja, so wie viele haben wir mit der Familie schon ein paar Tage Urlaub gemacht. Auch ein paar schöne Tage in Oberösterreich. Heuer war ja der Sommer wirklich mustergültig. Schöner Sommer, wo man viel Kraft tanken kann, wo man eben auch viel Energie tanken kann für ganz spannende Themen, zum Beispiel das Thema Wirtschaft. Oberösterreich ist ja eines der wirtschaftsstärksten Bundesländer und das soll natürlich auch in Zukunft so bleiben. Was kann denn das Land Oberösterreich tun, damit es eben auch weiterhin ein erfolgreicher Wirtschaftsstandort bleibt? Es stimmt, wir sind der Wirtschaftsmotor der Republik und das Gute daran ist ja, dass dadurch ganz, ganz viele Arbeitsplätze gesichert werden, Perspektiven für Leute auch da sind, selbst jetzt, wo natürlich herausfordernde Zeiten sind. Was wir dazu als Land beitragen können, das versuchen wir Tag für Tag zu tun. Ich glaube, das Wesentlichste ist, die vielen starken Unternehmen mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern arbeiten zu lassen, nicht allzu viel Vorschriften zu haben, Verfahren zu beschleunigen und, und. Da spielt natürlich Brüssel eine Rolle, auch Wien, aber auch wir selber als Land können da einiges tun. Ich habe jetzt ein sogenanntes Schlankmacherprogramm beauftragt, um zu schauen bis in den Herbst, wo haben wir wirklich zu viel Vorschriften, wo hat sich zu viel angesammelt, wo geht vielleicht manches auch parallel, damit wir hier einfach zügiger und schneller werden können und die Dinge auch beschleunigen. Aber es gehört zum Standort natürlich auch dazu, ein breites Bildungsangebot quer durch die Regionen, ganz viel Forschung, Infrastruktur, die wir immer brauchen, zu unterstützen und auch den Umstieg auf erneuerbare Energien beispielsweise auch entsprechend voranzutreiben, damit dann auch das gesamte Menü passt.
Sie haben das Thema Arbeitskräfte angesprochen. Ich bleibe gleich bei der Arbeit, nämlich bei der Vollzeitarbeit. Ein ganz wichtiges Thema in dieser Zeit, ein Thema, das auch vor vielen Herausforderungen steht. Wie kann man denn die Vollzeitarbeit für Arbeitnehmer attraktiver machen, ohne dass dabei vielleicht die Work-Life-Balance leidet? Ich glaube, dass ganz viele natürlich wegen des Verdienens arbeiten gehen, aber schon auch deswegen, weil sie sehen, dass das Sinn stiftet, was sie tun, dass das auch Freude macht, wenn man etwas zusammenbringt. Aber unterm Strich muss sich das einfach auszahlen. Und wenn ich da ein Rechenbeispiel mache und sage, ich arbeite jetzt Teilzeit und gehe ein paar Stunden mehr, habe aber von diesen paar Stunden mehr vielleicht gar nicht viel, weil die Steuer zuschlägt und anderes mehr, dann macht das keinen Sinn. Daher ist es ein Thema, es muss sich auszahlen, es gehört steuerlich entlastet. Ich wäre auch dafür, dass man zum Beispiel Überstunden in einem gewissen Ausmaß überhaupt steuerfrei stellt, um einfach zu zeigen, es zahlt sich aus, wenn du was tust. Es ist aber neben dem, dass ich sich rechnen muss, auch ein Thema der Kinderbetreuung. Gerade auch bei uns im Lande. Wir haben viele Schritte unternommen in letzter Zeit. Jetzt gerade führen wir für die Krabbelstube auch die Beitragsfreiheit ein für 30 Stunden in der Woche, um auch denen, die Teilzeit arbeiten, das tun, weil sie Kinderbetreuungspflichten haben, es zu ermöglichen, mehr zu arbeiten, weil eben ein Betreuungsplatz für sie da ist. Mhm. Thema Kinderbetreuung. Die Sommerferien, sie sind ja jetzt schon fast vorbei. Eine lange Zeit, vor allem für berufstätige Eltern, oft auch eine sehr herausfordernde Zeit, eine belastende Zeit. Sie müssen zum einen den Beruf, aber eben auch die Kinderbetreuung unter einen Hut bringen. Oberösterreich ist ja am Weg zum Kinderland Nummer 1. Was ist denn auf diesem Weg schon alles geschehen? Und vor allem, welche Pläne stehen an in der Zukunft? Also wir haben jetzt in einem Jahr wirklich sehr, sehr viel investiert, im wörtlichen Sinn mit Geld, aber auch in Rahmenbedingungen, um diesem Ziel, Kinderland Nummer 1 zu werden, auch näher zu kommen. Wir haben es zum Beispiel geschafft, dass innerhalb eines Jahres fast 900 neue zusätzliche Pädagoginnen und Pädagogen begonnen haben, weil wir einfach die Entlohnung verbessert haben, die Rahmenbedingungen verbessert haben. Die Öffnungszeiten unserer Kinderbetreuungsangebote sind mittlerweile im Schnitt auf 48,5 Wochen im Jahr angestiegen. Stichwort auch Ferienzeiten sind da mit umfasst. Und wir haben zum Beispiel bei der Krabbelstube in Österreich mit die besten Betreuungsbedingungen, weil wir eine Gruppengröße von 10 Kindern haben und das ermöglicht natürlich eine ganz, ganz tolle Betreuung. Also da gab es schon viele Schritte, neben dem, dass wir einfach kräftig ausgebaut haben, auch neue Gruppen geschaffen haben, sind auch jetzt viel mehr Kinder in Betreuung. Und wie gesagt, jetzt der aktuelle Schritt ist, dass wir so wie den Kindergarten auch die Krabbelstube am Vormittag bis 13 Uhr beitragsfrei machen. Auch da sehen wir schon, dass das stark nachgefragt wird. Das braucht dann auch wieder mehr Platz, braucht mehr Investition. Und da wollen wir einfach versuchen, das Angebot auch entsprechend auszubauen, auch in den nächsten Monaten, damit die, die sich für eine Kinderbetreuung in der Krabbelstube oder Kindergarten entscheiden, auch das Angebot dafür haben. Kommen wir noch zum Thema Kultur, denn 2024 ist das Superkulturjahr. Durch dieses Jahr ziehen sich nämlich sehr prestigeträchtige Projekte. Das ist zum einen das Anton-Bruckner-Jubiläum und zum anderen die europäische Kulturhauptstadt im Salzkammergut. Wie sieht denn hier Ihre Halbzeitbilanz aus? Die ist äußerst erfreulich, vor allem was das Interesse anlangt der vielen, vielen Gäste. Wir haben wirklich tolle Besucherzahlen. Das freut mich deswegen, weil, so wie Sie sagen, natürlich das heurige Jahr besonders kulturell in der Auslage steht. Das ist aber deswegen möglich, weil wir Jahr für Jahr riesig viel kulturelles Angebot, gerade auch in den Regionen, ganz besonders auch im Sommer haben, im oberösterreichischen Kultursommer. Und das steht heuer so richtig auch in der Auslage. Das bringt uns auch viel, nicht nur internationales Interesse, sondern das trägt ja auch zur Lebensqualität, zur Grundstimmung, dass wir Neues haben wollen, aber auch auf Traditionen achten bei. Und insofern sind gerade die beiden Großvorhaben, Europäisches Kulturhauptstadtjahr und die Kulturexpo zu Anton Bruckner, natürlich nicht nur besonders im Rampenlicht, sondern sie zeigen auch, dass man ganz viel Publikum damit anlocken kann. Ja, Herr Landeshauptmann, dann bedanke ich mich ganz herzlich für dieses nette Gespräch und wünsche Ihnen für den Herbst, wo ja auch die Wahlen anstehen, alles Gute. Vielen Dank. Danke Ihnen herzlich.
Auf Initiative von Ausschussobmann GV Stefan Lehner veranstaltete die Gemeinde Weizenkirchen eine Kinderolympiade mit Abenteuer Familie. Abenteuer Familie hat in Zusammenarbeit mit der gesunden Gemeinde und mit Unterstützung der FPÖ OG Weizenkirchen wieder die sehr beliebte Kinderolympiade organisiert. Bei traumhaftem Wetter haben über 30 Weizenkirchner Kinder ihr Bestes gegeben und die vielen Stationen sogar gleich mehrfach absolviert, ist Lena zufrieden mit der Veranstaltung. Auf den Spuren der großen drei österreichischen Rennfahrer Niki Lauda, Jochen Rindt und Gerhard Berger waren die 10- bis 14-jährigen Schüler aus Weizenkirchen bei der Ferienaktion der FPÖ-Ortsgruppe Weizenkirchen. Sich einmal wie ein richtiger Nachwuchsrennfahrer fühlen, diesen Traum konnte die Ortsgruppe der FPÖ in Weizenkirchen 16 Schülern beim E-Kart Race mit den Boostern, vormals Chargers, in Leonding heuer zum zweiten Mal erfüllen. Miteinander sind's gresser als unser OMC. All die Pools ob der Enz, nur sind's nicht so schön. Brauchst für einen Sprung ins Wasser, kein Pool betonieren. Die Zeit und das Geld kostet, wenn wir investieren. Eine Initiative des Oberösterreichischen Umwelt- und Klimalandesrates. Einen netten Abend machten sich 50 Mitglieder vom Seniorenring Christkirchen-Everding im Theater Kalköfen in Hinzenbach. Die Musikrevue »Das Wunder der Liebe« ließ mit Hits aus den 70er und 80er Jahren so manche Erinnerungen hochkommen und es wurde tatkräftig mitgesungen. Mit guter Laune und einem Glas Wein ließ man den Abend ausklingen. Als Zeichen der Wertschätzung für den tagtäglichen Einsatz überraschte der Wirtschaftsbund Christkirchen Mitarbeiter der Innenstadtbetriebe mit einer verdienten Abkühlung in Form von köstlichem Eis vom Sommercafé Campo. Mehr denn je brauchen Betriebe motivierte Mitarbeiter, um produktiv und erfolgreich zu sein. Ein wesentliches Erfolgsgeheimnis ist dabei, dass alle im Unternehmen an einem Strang ziehen. Das ist umso wichtiger, wenn die Zeiten schwierig sind. Nur durch das gute Miteinander von Arbeitnehmern und Arbeitgebern gelingt es, im Unternehmen wirtschaftliche Herausforderungen zu meistern. Der Wirtschaftsbund setzt sich dafür ein, Leistung zu fördern und zu honorieren. Happy Birthday, alles Gute, 40 Jahre Rieder-Weber-Zeile Stadtlauf. 40 Jahre Rieder-Weber-Zeile Stadtlauf. Begonnen hat damals alles mit einer kleinen Runde an Hobbyläufern. Begonnen hat es so, dass sich ein paar Läufer getroffen haben und irgendwann haben sie es gesehen, da gibt es Stadtläufe und sowas. Da war dann der Gattermann Franz, Krausmann Walter, ich weiß nicht, wer noch so dabei war. Aber die haben gesagt, machen wir mal sowas in Ried. Und so hat es begonnen mit einer Handvoll Läufer und hat sich immer mehr ausgeweitet. Und heuer nahmen schon mehr als 500 Laufbegeisterte am Jubiläumslauf teil. An der Stelle möchte ich als erstes mal dem LAG für die grandiose Veranstaltung gratulieren. Alles Gute zum 40. Geburtstag. Und als Sportverantwortlicher kann man nur stolz sein, wenn man so eine grandiose Veranstaltung in der Heimatstadt hat. Ist eine Inspiration für Jung und Alt. 40 Jahre ist ein wunderbares Jubiläum. Ich habe es gerade auf gefacebookt. Und das finde ich super, dass sich Menschen finden, die 40 Jahre durchgehend Stadtläufe veranstalten, um die Stadt zu beleben und Ried in den Vordergrund zu heben. Ja, erstmal gefreut es uns, dass wir Austragungsort sind für so eine traditionelle Veranstaltung. Und ja, wir sind nicht nur shoppen, wir sind auch der Treffpunkt. Wir sind die Bühne des Innviertels und daher gefällt es mir, dass heute durch unsere klimatisierte Mall viele Leute laufen. Von der Weberzeile ging es dann einmal quer durch die Rieder Innenstadt. Zuerst starteten traditionell die Kinder, danach legten die Athleten beim Firmenlauf mit einer Länge von 4,2 Kilometern los. Am Ende startete der Hauptlauf über 7,2 Kilometer inklusive Staffellauf. Bei 30 Grad im Schatten war der Teilabschnitt durch die klimatisierte Weberzeile eine echte Wohltat.
das Feeling von der Weberzeile, das gibt einfach so viel her. Wenn du da reinlaufst, Gänsehaut pur, die Leute heraus, die was anfeiern, die was drinnen anfeiern. Und das ist einfach das Schönste, was es gibt. Die Strecke ist an sich sehr cool, weil es halt auch Indoor und Outdoor ist. Und ja, ich bin eigentlich mit einem lockeren Gefühl reingegangen und habe mir jetzt nicht viel Gedanken davor gemacht. Und ja, bin mal mit dem Mann nach vorne mitgelaufen und hat gut funktioniert. Also ich freue mich, hier in Reading im Kreis zu sein. In Liverpool gehöre ich zum Laufclub, es heißt Liverpool Dockside Runners. Also heute ja, mache ich diesen Stadtlauf nur als Spaß. Es ist durchgehend bei den Strecken, ist Streckenposten, es wird angefeiert, es wird zugejubelt. Überhaupt in der Weberzeile drinnen, da wird man nur mehr pusht und motiviert, also nur mehr Gas gibt. Voll cool, vor allem durch die Weberzeile, das ist jedes Mal wieder der Grund, warum ich mitmache. Weil es einfach klasse ist, wenn dann alle aufhören. Aber jetzt brauche ich ein Bier. Abseits der Laufstrecke war aber nicht nur für ausreichend Stärkung, sondern auch für ein buntes Rahmenprogramm gesorgt. Das Kinderschminken, das ist schon mal, kommt sehr, sehr, sehr gut an. Wir haben eine Tombola, wir haben ein gutes Buffet nach dem, also was zum Trinken, für Kuchen, was man gerne als Läufer hat, dann hinten noch. Also durch das sind wir ja eigentlich so berühmt worden. Shoppen, anfeuern und mitfiebern. Wenn es nächstes Jahr wieder heißt, auf zum Rieder Weberzeile Stadtlauf 2025. Bereits zum fünften Mal kürt die SIS Spar European Shopping Centers über ihre Digitalinitiative JIP.at die besten umgesetzten Geschäftsideen im stationären Handel mit dem JIP.at Business Förderpreis. Dieses Jahr sind bereits mehr als 100 Bewerbungen aus ganz Österreich eingegangen. Jetzt steht auch die vierköpfige Fachjury fest. Sie wird nach dem Ende der Einreichfrist am 30. September 2024 aus allen Projekten die drei Gewinner der JIP.at Businessförderung wählen. Die Energie Ried GmbH setzt ein starkes Zeichen für eine sichere Energiezukunft im Innviertel. 2024 investiert das Unternehmen 5,5 Millionen Euro in den Ausbau des 30 kV Leitungsnetzes. Die Energie Ried betreibt mehr als 300 Transformatorstationen und versorgt mehr als 20.000 Netzbenutzer, um auch in Zukunft die steigenden Anforderungen, Stichwort Energiewende, PV-Anlagen, E-Mobilität, sicher und langfristig erfüllen zu können, braucht es einen massiven Ausbau des Leitungsnetzes. Diesen komplexen Ausbau setzt die Energie Ried GmbH mit einem umfassenden langfristigen Maßnahmenplan um. Moser, Holz, Uttendorf. Die Oberösterreicherin. Das Magazin, in dem Gesellschaft zum Ereignis wird. Du wolltest schon immer auf das Cover der Oberösterreicherin? Dann bewirb dich jetzt auf www.dieoberösterreicherin.at. Die Oberösterreicherin, jetzt im Zeitschriftenhandel. Der Irkhof in St. Georgen bei Obernberg am Inn. Einen Abend lang öffnet ihr seine Pforten für das schon legendäre Event Boogie in the Fields. Boogie Woogie stammt aus Texas von den Holzfäller Camps. Und dort musste ein Klavierspieler eine ganze Tanzgesellschaft unterhalten können. Mit der linken Hand spielte er eben mit dem kleinen Finger den Bass und die Gitarre und mit der rechten Hand die Bläsersätze. Und so war es eben gelungen, den Boogie Woogie Stil immer rhythmischer aufzusetzen und auch diesen Siegeszug um die Welt einzuleiten. Boogie ist Leidenschaft pur. Man fühlt die Musik und macht schon ein paar Jährchen und es macht echt Spaß. Ich liebe es. Ich kann mich nicht mehr stillhalten bei der Musik. Tolle Stimmung, super Fest. Perfekt. Helmut Feizenmeier holt seit Jahren Boogie-Musikergrößen nach Obernberg am Inn. Eine von ihnen ist die Schweizerin La Diva. Sie wurde 2017 zur weltbesten Boogie-Woogie-Pianistin und 2022 zur Boogie-Woogie-Artistin des Jahres gekürt. Der Irkhof ist für sie etwas ganz Besonderes. Es ist wirklich wunderschön. Ich meine, schaut euch mal die Atmosphäre an. Wirklich unglaublich. Und es war voll, 600 Leute. Die Stimmung war wirklich bombastisch. Also, was will man mehr?
Der Wiener Musiker Robert Schumi ist unter anderem schon mit Musikgrößen wie Chuck Berry oder Little Richard aufgetreten. Am Irkhof macht er das mit Gary Lühlig, dem wohl profiliertesten Mundharmonikaspieler Österreichs. Boogie kann eine Menge, so Schumi. Am besten, man setzt sich hin einmal, genüsslich, hört mal rein und spürt auf einmal, wie es ins Ohr reingeht, durchs Herz durch, in den Bauch und bei den Füßen wieder raus. Und dann weiß man, aha, ja, das kann das. Boogie in the Fields kann noch mehr, nämlich gemeinsam mit dem Jugendschutzzentrum Braunau jungen Menschen helfen. Die Motivation zu Boogie in the Fields ist gemeinsam entstanden mit Rotary, dass man was Schönes macht und was Gutes dabei bewegt. Mein Mann hat damals angeregt, man soll es für die Jugend machen und das ist unser ganz großes Anliegen. Es geht darum, dass man die Kinder letztendlich vor Gefahren warnt, sei es durch Drogen, durch Gewaltdelikte, einfach eine Prävention macht und die Leute hier aufmerksam macht. Hierfür arbeiten wir sehr eng mit dem Zentrum zusammen und entwickeln unsere Pläne, wo das Geld dann auch hinfließt. Wenn so eine tolle Veranstaltung ist, mit so tollen Musiker und so tolle Musik, dann kehrt das einfach auch nach Oberösterreich rausgetragen. Das machen wir über Satellit. Durch das sind wir auch dabei. Moser, Holz, Uttendorf. Ausgesteckt ist, hieß es kürzlich im Donaumarkt Engelhardtszell, was auch immer das Herz von heurigen Freunden begehrte, am vergangenen Wochenende wurde es in Engelhardtszell fündig. Das Weinfest der Frauen in der OÖVP Engelhardtszell fand einen hervorragenden Anklang und darf einen genussreichen Erfolg feiern. 200 Besucher aller Altersklassen zog es auf der Weinspur in den romantischen Donaumarkt Engelhardtszell. Ein Glas an Wein trinken, sich austauschen und dabei noch die neuesten Möbeltrends begutachten. Das Summer Closing der jungen Wirtschaft Tscherding Ende August in der Wohnmanufaktur Kieslinger war gleichzeitig der Auftakt in einen abwechslungsreichen Herbst. Ja, unsere Motivation für die Veranstaltung war, nach dem Sommer die Sommerpause nutzen, Kraft tanken und dann gleich die Auftaktveranstaltung zu machen, bevor der ganze Wirbel im Herbst wieder losgeht mit diversen JW-Veranstaltungen. Den Wirtschaftsempfang dann im September starten wir noch gleich im August, wo noch sehr viele Leute Zeit haben und nutzen wir die Gelegenheit da bei der Firma Kieslinger in Laufenbach vorab exklusiv vor der offiziellen Eröffnung im Rahmen der JW da eine Veranstaltung zu machen, wo wir das präsentiert kriegen und da Einblicke in den neuen Betriebsstandort kriegen. Ja. So eine exklusive Chance wie diese hat man halt eben als Mitglied der jungen Wirtschaft Tscherding. Absolut. Also ich bin total gespannt, was wir heute alles sehen. Ich bin schon von dem begeistert, wie es bis jetzt schon fertig ist. Und Anita hat schon hören lassen vorher am Eingang, dass der Außenbereich richtig schön wird nochmal. Also ich bin gespannt und ist auf jeden Fall ein absoluter Traum, dass wir heute schon da sein können. Darüber hinaus ließ das Ehepaar Kieslinger auch hinter die Kulissen blicken. Ich glaube, dass das für die jungen Unternehmer ganz wichtig ist, dass sie auch mal in andere Betriebe reinsehen, was sie da tut, wie da der Ablauf ist. Und ich meine, der Philipp und ich sind jetzt ja auch noch nicht so alt. Wir haben das von Philipp seine Eltern übernommen und sind jetzt seit 20 Jahren, sage ich mal, in der Führungsebene eigentlich. Und haben halt auch trotzdem schon viel gesehen und da kann man schon auch ein wenig was weitergeben, wenn jetzt dort wer ein wenig Fragen hat. Und das ist halt schon schön, wenn einfach viele Junge auch herkommen und einfach auch zur Kontaktpflege. Schließlich können sie auch in Zukunft auch mal Kunden sein und für uns ist auch das wichtig, dass man sagt, schaut mal, dass man da die Leute ein wenig zusammenbringt. Und so gilt es, die Interessen der Jungunternehmerinnen und Jungunternehmer aus den unterschiedlichen Branchen zu wecken. Unter einen Hut bringen, das ist eigentlich eine Glückssache, dass wir eigentlich für jede Branche wen dabei haben. Und das ist das Spannende. Also das ist wirklich super. Und da ist natürlich das Austauschen dann nur viel interessanter, weil jeder zu einem anderen Thema
auch eine Information hat dann. Und das ist, macht spannend, ja. Auf jeden Fall. Es gibt natürlich auch Bereiche, wo man jetzt nicht damit so viel anfangen kann. Aber ich glaube, auch wenn viele Unternehmen von vielen verschiedenen Sparten da jetzt zusammenkommen, gibt es immer wieder Themen, die übergreifend sind. Und da kann man sich das eine oder andere durchaus mitnehmen. Ja, ja, grundsätzlich sind wir als Regionalbank natürlich auch für junge Wirtschaft, für junge Unternehmen da. Und das ist uns als Bank einfach ganz wichtig, dass wir da ein wenig unterstützen und natürlich auch im weiteren Sinne dann ein bisschen netzwerken können. Also da sind wir als Sparkasse Oberösterreich gern dabei. Der Sommer neigt sich zwar dem Ende zu, die Motivation unter den Jungunternehmerinnen und Jungunternehmern hat hingegen Hochsaison. Den Auftakt in die erste Bundesliga hätten sich die Höhenharter Faustballer mit Sicherheit anders vorgestellt. Sowohl gegen Favorit Urfahr als auch gegen Aufsteiger Seekirchen setzte es klare 0:3 Niederlagen. Allerdings waren die Innviertler stark ersatzgeschwächt. Top-Angreifer Niklas Mühlbacher musste mit einer Rückenverletzung kurzfristig passen. Auch Abwehrschütze Julian Schmeitzel fiel verletzt aus. Zudem war Felix Riedler aufgrund einer Infektion nicht im Vollbesitz seiner Kräfte. Das Jahr 2024 markiert einen besonderen Meilenstein in der Gesundheits- und Krankenpflege. Vor 10 Jahren wurde erstmals das Fachhochschulstudium FH am Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Ried angeboten. Seitdem hat sich der Standort als unverzichtbare Bildungsstätte etabliert und trägt maßgeblich zur Stärkung des Gesundheitswesens im Innviertel und darüber hinaus bei. Das Gesundheits- und Krankenpflegestudium in Ried eröffnet den Absolventen zahlreiche berufliche Perspektiven. Neben der fundierten Ausbildung zur praktischen Tätigkeit in verschiedenen Bereichen der Pflege stehen den Absolventen vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten offen. Die Durchlässigkeit des Bildungssystems ermöglicht es, nach dem Bachelorstudium ein Master- bzw. Doktoratstudium anzuschließen und sich in spezialisierten Bereichen weiter zu qualifizieren.